Und sag nochmal herzlich willkommen zur Tooltime, heute zur letzten Tooltime vor Weihnachten. Heute haben wir meinen Kollegen eingeladen, den Johannes. Ja. Und der Johannes, der macht eigentlich ganz viele Geschichten mit Canva. Wenn man das jetzt richtig, wenn ich es richtig gesagt habe, Canva, ja. Canva, Canva, wie auch immer. Und auch diese Tooltime, diese, die ihr vielleicht auf Facebook gesehen habt oder so, dieses wunderschöne. Wunderschöne Flyer wurde in Canva gemacht. Aber was ist das? Was kann das? Und was bringt mir das in der Jugendarbeit? Ja, dazu befragen wir den Jojo. Und ich werde mein Mikro schon stoppen, also ausschalten und übergebe Jojo das Wort. Danke, dass du das machst. Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall. Herzlichen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wie die Dagmar schon richtig gesagt hat, ich bin kein Grafiker, bin eben auch bei Logo in der Jugendinfo mit dabei, bin eben kein Grafiker und gestalte trotzdem Grafiken und nutze dafür eben sehr gerne das Programm Canva oder Canva. Man ist sich da selber nicht so sicher, wie man das jetzt genau ausspricht, ist aber auch nicht so wichtig, Hauptsache man macht es, man muss nicht wissen, wie man es nennt. Und deswegen möchte ich euch sehr gerne dieses Programm, diese Software aus der User-Perspektive ein bisschen vorstellen. Und ich habe mir das ein bisschen so vorgestellt, ich werde euch ein paar ganz, ganz wenige, ich habe der Dagmar versprochen, nicht länger als 1 Minute 30 Hard Facts zum Programm zu geben und dann gemeinsam mit euch im Tun zeigen, wie das Programm ausschaut, wie man da damit arbeiten kann, wie man da ein Plakat erstellen kann. Und dann schauen wir, wie es so weitergeht. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann in der zweiten Hälfte dann auch gerne selbst bei Canva schon ausprobieren. Oder wenn ihr keine Lust habt, machen wir dann eine zweite Geschichte und schauen wir, wie wir den Tag verbringen. Manche von euch werden vielleicht schon mit Canva gearbeitet haben und manche von euch werden vielleicht Tipps haben, die ich nicht habe, weil das Canva mehr oder weniger immer was ist, was sich weiterentwickelt, wo jeder auch ein bisschen anders damit arbeitet. Und wenn ihr Tipps habt oder wenn ihr irgendwas einbringen möchtet, würde ich euch bitten, dass ihr da einfach mich unterbrecht und das genauso einbringt. Genauso, wenn ihr Fragen habt, sehr, sehr gerne und jederzeit können wir über alles gerne quatschen. Ich werde sofort und keine Sekunde damit zögern, mit euch meinen Bildschirm zu teilen. Denn ihr seht jetzt da im Moment bereits die Präsentation und ich muss euch jetzt ein bisschen mehr zurückholen, damit ich euch wieder sehen kann. Und ja, das ist das Thema und ich würde euch gleich am Anfang bitten, weil das immer bei Tools ist immer so eine Geschichte, manche haben das Tool vielleicht noch nie gesehen, manche arbeiten schon regelmäßig damit und damit ich ein bisschen einen Überblick von euch bekomme, wo ihr zurzeit steht, gerade was Canva zum Beispiel betrifft, würde ich euch bitten, bei einer kleinen Umfrage teilzunehmen. Nämlich, und dafür würde ich euch bitten, auf menti.com zu gehen und den Code einzugeben, nämlich 2592621. In einer Sekunde werde ich auch diesen Link gleich direkt in den Chat stellen, wenn er mag. So. Und da kommt er auch schon zurechtgeflogen. Ihr könnt sonst auch gerne mit dem Smartphone den QR-Tag abscannen. Ihr könnt es gerne mit einem neues Browserfenster aufmachen. Ganz wie ihr möchtet. Und ich würde euch bitten, da eben hineinzugehen. Und zwar machen die Ersten auch schon mit. Nur mal so zum Warm-up, zum Aufwärmen eine kleine Frage bezüglich eurer Weihnachtseinkäufe. Vielleicht für ein paar von euch als Reminder gedacht. Achtung, Achtung, nächste Woche ist soweit. Solltet ihr noch gar nicht einkauft haben, denkt schon langsam dran. Ich mache jetzt alles in Canva dann für Weihnachten. So schaut's aus. Wollt ihr es kaufen? Alles, do it yourself, ist voll im Trend. Da haben wir sicher den Menschen eine Freude. Da ist noch genug Zeit, aber auch für dich, liebe Dagmar, ein Reminder, wenn du mir was schenken möchtest, wäre schon langsam an der Zeit, das anzugehen bei Canva. Gell? Also. Okay. Natürlich ist das alles freiwillig, ihr müsst natürlich nicht mitmachen, aber einfach, und das sieht, die meisten sind von euch noch dabei. Manche sind mutig und haben noch nicht gestartet damit, aber es ist ja noch genug Zeit.
Wie gesagt, das war nur als kleines Warm-up gedacht, damit ich sehe, dass ihr überhaupt bei dem zum Mentimeter, zum Menti.com gekommen seid. Und natürlich interessiert es mich, wie es mit euren Weihnachtsgeschenken ist. Wer mir was schenken möchte, jederzeit gerne einfach per Post oder einfach bei uns vorbeikommen im Logo. Bin offen für alle Geschenke. Jetzt gehen wir ein bisschen ins Thema hinein, nämlich, weil es wichtig auch für uns oder für mich auch zu wissen ist, mehr oder weniger, womit seid ihr heute dabei bei der heutigen Session? Nutzt ihr dafür ein Standgerät, also sprich ein Desktop-PC oder ein Laptop, oder seid ihr mit einem mobilen Gerät dabei? Es ist nämlich so, dass Canva bei beiden funktioniert. Also es gibt auch eine App für mobile Geräte. Allerdings ist die App meines Erachtens nicht so praktikabel wie die Desktop-Version. Das heißt, man kann die App sehr wohl verwenden, sie ist kostenlos zum Download, aber ich sage mal, sie ist ein bisschen schwerer handelbar, ein bisschen komplizierter damit zu arbeiten als mit einer Desktop-Version. Aber natürlich ist es Geschmackssache und wahrscheinlich, so wie bei allem, ist es auch eine Übungsgeschichte. Also beim was man gewohnt ist, da ist man halt einfach besser und da geht es einfach leichter von der Hand. Ich selber nutze Canva mehr oder weniger eigentlich ausschließlich auf Desktop-PC. Und ihr auch, beziehungsweise ihr noch nicht, aber ihr seid heute auch mit Desktop dabei. Das war einfach nur für mich zu wissen, dann sind wir eh am richtigen Programm dabei. Dann natürlich die große Frage, ob ihr Canva im letzten Jahr jetzt schon benutzt habt. Warum letztes Jahr? Einfach damit ihr einen Eindruck bekommt, es hat sich relativ viel getan. Ich werde das vielleicht auch öfter wieder erwähnen. Canva entwickelt sich ständig weiter und auch die Funktionen entwickeln sich ständig weiter. Das ist was, es kann passieren, dass wir nächste Woche reinschauen ins Programm. Es gibt eine neue Funktion, es gibt eine neue Möglichkeit, Effekte zu machen. Es gibt eine neue Funktion, wo ich, keine Ahnung, neue Grafiken sowieso, kann man auch nicht reden. Also die meisten von euch waren noch gar nie auf Canva und ein paar von euch immer wieder mal regelmäßig nutzen Zimmern. Ist auch für mich gut zu wissen, damit ich weiß, wo kann ich einsteigen. Das heißt, ich werde ganz sicher mal werde ein bisschen näher eingehen auf die Basics, sage ich jetzt einmal, und würde die bitten, die Canva schon kennen, mich auch gerne zu ergänzen und auch von eurer Perspektive aus den Input zu geben. Weil gemeinsam ist immer, wie gesagt, Canva ist ein Ding, das ist eine Learning-by-Doing-Geschichte und von dem her ist immer gut, wenn man unterschiedliche Erfahrungen hat, auf die man aufbauen kann. Vielen Dank für eure Teilnahme und last but not least, selbstverständlich, vielleicht kennen Sie diese Frage eh schon, habt ihr irgendwelche Erwartungen an die heutige Session, habt ihr irgendwelche speziellen Fragen, die vielleicht mit der jetzt schon reingegangen seid, habt ihr irgendwas, was unbedingt, wenn ihr heute rausgeht aus der Tooltime und was sagt, und das muss unbedingt dabei sein, weil sonst war die Stunde, die jetzt da dabei war, umsonst, irgendwelche Erwartungen oder sagt ihr, ich bin offen für alles und lasse mich überraschen und möchte einfach nur mal einen Überblick kriegen, weil alle reden von Canva, aber ich weiß nicht, was das ist. Also gerne da die Gelegenheit, eure Erwartungen hineinzuschreiben. Und die ersten Erwartungen kommen auch schon. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, ich schaffe es in der noch 50 Minuten verbleibenden Zeit, wirklich den umfassenden Überblick zu bekommen. Mein Ansatz ist der, einfach einmal wirklich so aus meiner Erfahrung heraus, auch von der User-Perspektive, ich habe es ja schon gesagt, mehr oder weniger so ein paar Tipps zu geben, so die wichtigsten Basics, wie funktioniert Canva überhaupt. Einen Lebenslauf können wir vielleicht im zweiten Teil erstellen. Also das funktioniert auf die gleiche Art und Weise, nur mit anderen Texten natürlich und mit anderen Grafiken. Aber ansonsten passiert es gleich, wie zum Beispiel beim Plakat. Und das Plakat machen wir in der ersten Halbzeit, sage ich mal so. Super, vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Jetzt habe ich einen guten Überblick, wo ihr steht. Und jetzt gehen wir hinein ins Thema, hätte ich mir vorgeschlagen. Wie gesagt, diese 1 Minute 30 Input, die kommen jetzt auf euch zu. Nämlich ganz kurz die Frage, beziehungsweise das ein paar Informationen, was ist Canva überhaupt? Ja? Canva kommt aus Australien, ja, einen langen Weg hinter sich und wurde schon 2012 gegründet. Das heißt, das gibt es eigentlich schon relativ lang. Allerdings ist es so, dass es mehr oder weniger erst 2019, eigentlich im letzten Jahr, so einen richtigen, sage ich mal, Boost gegeben hat, aber was einerseits den Umsatz betrifft, eben, es hat diesen Wert 2019 verdoppelt
und auch was die Funktionen betrifft. Das hat einerseits den Grund, dass mittlerweile auch so gratis Bilddatenbanken integriert sind, wie eben die bekanntesten sind Pixabay und Pexels. Die kann ich innerhalb dieses Grafiktools suchen und aufrufen. Und andererseits hat es auch den Grund, dass es da mehr oder weniger immer mehr Funktionen gegeben hat und zum Beispiel die Teamfunktion ist dazu gekommen und so weiter und so fort, dass das einfach mehr oder weniger wirklich einen Boost gegeben hat im letzten Jahr. Es ist eben eine mehr oder weniger Grafik-Design-Plattform, von der wir da sprechen. Und es ist eine, die sehr userbasiert ist, beziehungsweise einerseits browserbasiert. Das heißt, mehr oder weniger braucht kein Programm downloaden. Ich brauche nicht irgendwie unbedingt Geld auch ausgeben. Es ist grundsätzlich einmal kostenlos. Und es ist browserbasiert. Das heißt, ich gehe in meinen Browser, ob das der Firefox ist, der Chrome, was auch immer, und kann dort in Canva arbeiten. Und der Vorteil ist mehr oder weniger, alles, was ich dort mache, das wird auch im Programm gespeichert, in der Cloud mehr oder weniger. Das heißt, ich kann Sachen downloaden, aber automatisch wird alles immer in der Cloud gespeichert. Es ist eben kostenlos, das habe ich eh schon erwähnt. Ich muss mich registrieren, also das ist schon notwendig, einfach aus dem Grund, sonst wäre es ja nicht möglich, dass ich meine Designs zum Beispiel da drinnen speichere. Es ist kostenlos, aber ich kann auch bezahlen dafür und beim Bezahlen gibt es dann ein paar mehr Features. Ich kann mit der kostenlosen Version wirklich sehr, sehr viel machen. Ich persönlich zum Beispiel, also für alles denen, was ich mache, ich nutze die kostenlose Version, ja, und nicht die Bezahlversion. Ich werde dann später darauf eingehen, was das kann. Und wie gesagt, der Link steht eh schon da und auf www.canva.com können Sie eben das Aufrufen, das Ding. Jojo. Ja. Es ist leider bei uns allen sehr verschwommen. Also wir hören dir zwar super zu und du redest erklärst dir, was auf deiner Folie steht, nur wir sehen alles sehr unscharf, deine Präsentation. Okay, das ist bei den anderen auch so oder nur bei dir? Ja. Dann? Okay. Dann tut es mir wirklich sehr, ich weiß nicht, woran es liegt. Liegt nicht an Canva. Vielleicht, weil es die kostenlose Version ist. Ja, genau, es ist die kostenlose Version, genau so ist es. Ich weiß ehrlicherweise leider nicht. Vielleicht steig nochmal ein oder schalt nochmal aus und dann probier es nochmal, weil es ist, nachdem Mentimeter war, ist es dann ganz grauslich. Okay. Dann hole ich Aber bis jetzt war es schon sehr super. Dann hole ich einfach einmal zurück auf meinen Monitor, so jetzt seid ihr wieder da und dann werde ich einfach noch mal teilen und dann schauen wir, ob es besser wird. Genau, vielleicht wird es dann besser. Ja, schauen wir mal. Schaut es jetzt aus, der Monitor? Es ist nicht mehr die Präsentation. Sehr scharf. Sehr scharf? Ja, Gott sei Dank. Ja. Ich bin auch ein bisschen erleichtert, ehrlicherweise. Und ihr seht es mir vielleicht an. Das, dass die Präsentation man nicht gesehen hat, war nicht wichtig. Es war für mich eigentlich nur ein Schummelzettel. Ein bisschen mehr war es natürlich schon. Das war es nämlich auch schon mit der Präsentation. Das heißt, diese drei Folien, die ich euch gesagt habe, da ist einfach nur, sind diese Hardfacts, die ich dazu habe, wann ist es gegründet, wo kommt es her und so weiter, einfach drauf gestanden. Das waren die 1 Minute 30, die dann 3 Minuten geworden sind, vom Gefühl her, des Inputs. Ich möchte euch auch viel mehr das Programm selber zeigen. Und ich würde euch eben einladen dazu, wenn ihr Lust habt, sich auf www.canva.com zu gehen. Und gemeinsam vielleicht mit mir mitzuschauen oder auch dann danach natürlich auch gern sich selbst da hinein zu begeben. Weil wie gesagt, es ist wirklich sehr, sehr intuitiv. Das heißt, ich brauche jetzt überhaupt kein Vorwissen haben in grafischer Richtung. Ich brauche mehr oder weniger, ich muss wissen, wie eine Maus funktioniert. Das wird schon drinnen sein. Ich sollte wissen, wie das da durchfunktioniert, aber das war's. Alles andere ist sehr intuitiv und ein sehr, sehr einfaches Tool, was ich auch sehr gut Learning by Doing mir selber entdecken kann, wo ich immer wieder drauf komme, oh, da gibt es noch ein Feature, das kann ich mal ausprobieren. Ich probiere es einfach einmal aus. Ich kann nichts kaputt machen. Es hat natürlich auch seine Schwächen, die möchte ich überhaupt nicht verschweigen. Also alles, was ich jetzt zum Beispiel in größerer Stückzahl produzieren möchte, ja, also wenn ich an Flyer denke, die ich produziere, wenn ich an Plakate denke, einerseits da hat Canva, es funktioniert zwar, ich kann zum Beispiel schon die Schnittzugaben dazugeben, aber meine Empfehlung wäre da, entweder immer zu einem Profi zu gehen, also immer zu Grafikerin, Grafiker, oder zumindest in einem Adobe-Produkt zum Beispiel zu arbeiten, Illustrator, Photoshop, das sind so die Produkte, einfach weil man da noch exakter arbeiten kann. Alles, wo ich viel Text verwenden muss und alles, wo ich so Vorlagen brauche, wenn ich Broschüren mache, wenn ich
keine Ahnung, Kataloge mache, wenn ich auch einen Lebenslauf, bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob Canva das richtige Produkt dafür ist. Es funktioniert zwar, aber alles, wo ich mehr Text brauche, ist bei Canva momentan noch, ich sage es mal immer momentan, ein Stück komplizierter als in anderen Programmen. Ja, da eignen sich andere vielleicht noch ein bisschen besser. Beim Lebenslauf zum Beispiel könnte man ja sich überlegen, den Hintergrund des Briefpapier mehr oder weniger oder alles, was grafisch ist, in Canva zu machen und das dann als Grafik in ein Word reinzuholen, wo ich dann den Text drüber schreibe. Ja, also ich weiß nicht, ob ich den kompletten Lebenslauf nur in Canva machen würde. Die andere Variante wäre, oder ein anderer Nachteil ist, dass ich mehr oder weniger, eben wenn ich dann was bearbeiten möchte vom Text, ja, bei Bewerbungen ist es ja so, dass es ja auf jede Firma oder jede Annonce abgestimmt sein kann, sollte. Ja. Da tue ich mich in Canva ein Stück schwerer. Also da wäre wirklich die Empfehlung, alles grafischer da zu machen, drüber ins Word und den Text dort einzufügen. Geht auch wunderbar. Genau. Also alles, was textlich ist, ist bei Canva ein bisschen komplizierter, ein bisschen schwieriger. Jetzt muss ich mir den Chat wieder mal reinschauen. Ja, wie gesagt, es ist möglich. Und natürlich, eins muss ich auch dazu sagen, ich rede jetzt von einer kostenlosen Version. Wenn ich die Bezahlversion habe, und das haben wir schon beim ersten Unterschied, ist es auch so, dass ich gewisse Designs, also gerade so ein Corporate Design von meinem Unternehmen, von meiner Organisation, kann ich in Canva reinspeichern, kann die Farben hinterlegen, kann ein Logo definieren oder mehrere, kann die Schriftart definieren, die ich dann immer wieder recht einfach darauf zugreifen kann. Wie gesagt, bei der Bezahlversion, die übrigens nicht sehr teuer ist. Gut, aber jetzt hätte ich gesagt, Schluss mit Theorie, hinein in die Praxis, schauen wir uns das Programm aus. Ich habe da jetzt dafür den Google Chrome verwendet. Von meiner Erfahrung heraus macht es aber jetzt keinen großen Unterschied, welchen Browser ihr dafür aufruft. Das ist eben die Startseite, wenn ihr dann euch registriert habt. Ihr habt mehr oder weniger oben rüber ein Hauptmenü. Da geht es um eure Einstellungen selber vom Profil. Da geht es um Technisches. Da geht es um nicht viel in Wahrheit, also ich brauche es nicht sehr oft. Ich kann da mit dem Button ein neues Design erstellen. Das heißt, da geht es dann los, wenn ich sage, ich möchte starten mit etwas. Und auf der linken Seite habt ihr eben das Menü, wo ihr einerseits so die Startseite habt mit den Empfehlungen von euch. Da drinnen sind dann alle eure Designs drinnen gespeichert. Ja, also da habt ihr immer Zugriff auf eure gesamten Designs. Das für dich freigegeben heißt, ihr könnt auch kooperativ arbeiten. Das heißt, ihr könnt ein Team erstellen, wo ihr andere Leute zum Beispiel von einer Organisation dazu einladet und dann gemeinsam am gleichen Produkt arbeitet. Da müsst ihr nicht jeder in eurem eigenen Account arbeiten, sondern ihr könnt zum Beispiel sagen, ich lade die Dagmar ein und gemeinsam mit der Dagmar arbeitet ihr dann am gleichen Dokument. Das ist ja eine gute Möglichkeit, ist auch in der kostenlosen Version möglich. Ich kann da mehr oder weniger also Teams erstellen, heißt es dann. Genau, auch in der kostenlosen Version. Genau. Diese Markenunterlagen, das ist eine Geschichte, die ist nur freigeschaltet ab der Bezahlversion. Das ist genau das, wo ich vorher gesprochen habe mit Corporate Design. Wenn ich ein Logo festlegen will, wenn ich gewisse Farben festlegen will, weil das quasi in unserem Design der Organisation sein sollte, das soll immer gleich ausschauen, Schriftart, dann kann ich das da eben festlegen, da drinnen, ab Bezahlversion. Und das war es im Endeffekt. Gut, Papierkorb ist selbsterklärend. Die Ordner, ja, brauche ich zum Beispiel jetzt nicht. Ich bin aber jetzt einer, bin draufgekommen, habe sehr viel gemacht. Ich habe ein bisschen eine Unordnung hinterlassen. Das heißt, es wäre vielleicht eher bei Weihnachten wird sinnvoll sein, eben Ordner zu erstellen, um dann die verschiedenen Designs hineinzuschupfen. Und da unten seht ihr dann eure Gruppen, wo ihr eingeladen seid, beziehungsweise die ihr erstellt habt. Also nicht eingeladen, sondern erstellt. Das ist zum Beispiel eine Testding, die ich vor kurzem erst erstellt habe. Und dort könnt ihr die dann auch verwalten, könnt die Menschen relativ einfach per E-Mail dazufügen. Wir bekommen dann eine Mail und können sagen, ja, ich will dazu oder nein, ich kenne dich nicht, ich will mit dir nicht spielen. Und dann seid ihr ein Team. Genau. Wie gesagt, ich arbeite, wie ihr das seht, mit der kostenlosen Version. Das heißt, bis jetzt war es eigentlich immer ausreichend. Das große Feld in der Mitte, mehr oder weniger, da habt ihr so empfohlene Sachen, Designs für euch und das seht ihr eh schon. Es gibt jede Menge Vorlagen, auf die ihr aufbauen könnt. Ja, also es gibt mehr oder weniger vom klassischen Poster über einen klassischen Flyer bis zu einer Infografik, bis hin über Lebenslauf,
bis hin zu einer Präsentation, so wie ihr die von mir, zwar verschwommen, aber doch gesehen habt, natürlich auch in Canva, es wäre ja blöd, wenn ihr eine Canva-Präsentation nicht in Canva machen würdet. Bis hin zu, und das ist auch ein ganz großer Vorteil oder etwas, was ich sonst selten gesehen habe, Instagram-Stories, Facebook-Postings, Facebook-Titelbilder, also alles für das, da habt ihr im korrekten Format, so wie ihr es dann braucht, könnt ihr in Canva, braucht ihr nicht lange umdrehen, sondern habt Design, wo ihr damit starten könnt. Auch da hat die Pro-Version wieder einen kleinen Vorteil und auch da mehr oder weniger hat es ein Pro, ein klares Pro. Ihr könnt zwischen Formaten wechseln. Das heißt, ihr baut zum Beispiel ein Poster und wollt das gleiche Design verwenden für ein Instagram-Story, dann könnt ihr bei der Pro-Version einfach sagen, in dem Format ausspielen. Klar verschiebt sich dann ein bisschen, aber die Grundgeschichten sind da. Das funktioniert bei der kostenlosen Version nicht. Das heißt, wenn ihr Formate relativ schnell ändern wollt, damit ihr Designs kopieren wollt, das geht im Anwender in der Pro-Version. Wir waren da in der Mitte drin. Dann, da kommen alle meine Designs. Und ihr seht eh, da ist die Präsentation für alle, die es noch nicht gesehen haben, bis hin zu, jetzt hole ich die Tooltime her, da zum Beispiel ist die Tooltime. Man kann aber auch alles andere, also ihr seht, ich verwende es relativ häufig mittlerweile. Da habt ihr nachher mehr oder weniger alle gespeicherten oder alle Designs, die ihr je gemacht habt. Und könnt es dann jederzeit reinklicken und dann daran weiterarbeiten. Genau. Und da gibt es noch ein paar so Vorschläge. Thematisch passt natürlich ganz gut. Ich setze Instagram-Postings zum Beispiel. Natürlich auch die Facebook-Postings. Zu Weihnachten passt es gut. Also man sieht, man kann dann, ihr könnt es dann selber runterscrollen. Es gibt wirklich ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Geschichten. Und vor allem nicht nur unterschiedliche Formate, sondern, und das ist das Großartige, wirklich auch unterschiedliche Formatvorlagen. Das heißt wirklich schon grafische Vorlagen, auf denen ihr super aufbauen könnt, die ihr mit wenigen Klicks auf euch anpassen könnt. Ich möchte jetzt mit euch gemeinsam einfach einmal sowas durchprobieren, außer es gibt zum jetzigen Zeitpunkt schon irgendwelche Fragen. Ich habe eine Frage, aber ich weiß nicht, ob das jetzt, weil da unten sind andere Formate, gell? Kann ich da zum Beispiel jetzt in Instagram, gibt es ja manchmal so Posts, wo ein Video läuft und daneben sind noch Fotos. Kann ich das da in dem drinnen machen? Ja. Oder? Ja. Okay, das sieht immer so voll profimäßig aus. Also auch Videos, auch Animationen kann man da drinnen machen. Eben Instagram Stories, wo ich genauso Animationen, auch da gibt es wieder Vorlagen, auf die ich aufbauen kann. Auch ganz spannend, können wir es dann gerne anschauen. Okay. Und die Valerie schreibt gerade, das Wechseln der Größe des Formats war für uns dann der ausschlaggebende Punkt, dass sie die Pro-Version genommen haben. Aber Pro, ich habe eine Frage. Ja. Okay. Pro. Das habe ich die angesprochen. Damit. Was ist mit der Pro-Version? Ja? Was kosten die? Weil du ganz normal sagst, Pro-Version, kostet viel, wenig, mittel? Bin ich ehrlicherweise, genau. 8,99 im Monat, passt. Schon beantwortet. Danke, Herr Valerie. Also gerade für Organisation, sage ich mal, macht es durchaus Sinn, vor allem wenn ich es vergleiche mit Photoshop und Co. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, Canva kann auch nicht alles noch. Ja, also gerade wenn es im Printbereich geht, meine Erfahrung jetzt, ja, Printbereich, und das ist jetzt aber ein gefährliches Halbwissen, weil ich mit da jetzt, wie gesagt, ich bin ja kein Grafiker, ja, aber gerade das so, alles was in Auflagen produziert wird, weiß ich nicht, ob Canva geeignet ist. Okay, aber danke. Und die Valerie schreibt 8,99 im Monat, wenn man es jährlich nimmt. Und wenn man es monatlich nimmt, wird es 11,99 kosten. Und das ist ein Riesenargument, also eines der großen Argumente, dass ich die unterschiedlichen Formate mit relativ wenig Klicks dann habe. Okay? Also das auf jeden Fall. Und ihr werdet dann sehen, natürlich sind noch viel mehr Grafiken und so weiter freigeschaltet. Aber da kommen wir dann eh hinein. Ich habe mir gedacht, nachdem es zeitlich passt, wir machen einfach einmal ein Poster gemeinsam, ein Plakat, was ihr dann auch gerne in euren Einrichtungen zum Beispiel aushängen könntet, weil jetzt kommt ja Weihnachten und wir haben geschlossen und keine Ahnung was. Und das ist so eine Basic-Geschichte. Ja. Man hat jetzt zwei Wege, entweder man klickt direkt da rein oder man geht oben auf Design erstellen und kann dann eh auswählen und da seht ihr, wie viele unterschiedliche Vorlagen es gibt und geht eben ins Poster hinein. Und hat dann mehr oder weniger mal eine, wenn es dann aufpoppt, mein Computer kämpft halt ein bisschen, weil Zoom und Video und Präsentation und alles gleichzeitig dauert halt ein bisschen und da seht ihr dann ein weißes Blattl, das ist mehr oder weniger da, wo wir jetzt dann arbeiten werden.
Ihr habt da drüben die ab sofort Hauptmenüleiste, wo ihr die ganzen Funktionen drinnen findet, die ihr so brauchen werdet. Und auch diese blau-blaue Leiste wird dann recht interessant werden, weil sobald ich da eine gewisse Funktion aktiviere, kann ich die dann da verfeinern da oben. Ja, links ist einmal das Basic-Menü und oben wird es dann, wenn ich drinnen bin in der Funktion, kann ich das noch verfeinern. Jetzt gehen wir her und können da bei den Vorlagen, die schlagt er mir eh gleich vor, mehr oder weniger. Er sagt ja immer, auf Basis meines Geschmacks und dessen, was ich verwendet habe, schlagt er mir immer gleich viele Designs vor. Man kann aber natürlich dann auch so runterscrollen einfach und da Canva clustert diese Designs, ja. Clustert es eben zum Beispiel thematisch, wenn es um Corona geht, Covid-19, von den Präventionsmaßnahmen bis zu Achtung und Abstand halten und keine Ahnung, Plakate. Man kann auch seine Haustiere, haben anscheinend schon relativ viele Menschen gesucht, dementsprechend gibt es da eigene Design-Kategorie für das. Man kann eben so hinein, kann dann sagen, keine Ahnung, da habe ich jetzt gerade was Weihnachtliches gesehen, nämlich da. Jetzt schaue ich mir da ein paar mehr Designs an, weil selbstverständlich zu dieser Kategorie gibt es dann auch noch einen Haufen andere Designs. Und ihr seht, es gibt wirklich Millionen von Designs, die bereits vorhanden sind, die mit wenigen Klicks allermeistens kostenlos, zumindest im Grafikbereich, dann auf denen aufbauen kann. Jetzt kann ich aber natürlich so hergehen, jetzt kann ich aber sagen, ich habe eine ganz bestimmte Vorstellung und ich möchte ja, wie ihr wisst, haben wir ja gesagt, wir wollen Weihnachtsposter machen. Jetzt gebe ich da oben einfach Weihnachten ein oder kann man auch mit Christmas natürlich probieren und dann sieht man da mehr oder weniger gleich alle Designs, die das hinterlegt haben. Das heißt, ihr seht da jede Menge unterschiedlichste Designs, da hat man eins mit einem Foto drinnen, da ist eins mit Kreis, das ist eigentlich ein recht modernes, das ist fast ganz, ganz von eurem Geschmack heraus. Genau, ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir nehmen das und mit dem starten wir mal. Und jetzt wollen wir mal weniger vielleicht unseren Jugendlichen frohe Weihnachten wünschen oder so irgendwas. Und jetzt seht ihr da, wenn ihr da mitgeht mit meiner Maus, ich fahre über die verschiedenen Elemente drüber und die werden sofort markiert. Ihr seht das mit dem blauen Rechteck einmal drum. Da, wenn ich drüber fahre, Maus over, erkennt er sofort, wo ich unterwegs bin. Jetzt bin ich zum Beispiel da und kann da den Text ändern. Jetzt kann man zum Beispiel Text reinschreiben. Und das wird automatisch in dem Design, so wie es da ist, übernommen. Ja. Ich kann natürlich auch das Bild dann ändern, dann sehe ich, aha, gut, das ist auch ein eigenes Element, dann kann ich nur erkennen, dass da drinnen ein Element ist und das da ist ein Ding und das seht ihr da am stichlierten Rand herum. Das ist eine Geschichte, die sogenannt gruppiert ist, das heißt, die sind quasi mehrere Objekte, die zusammenbicken. Und ich kann die dann natürlich auch entkleben und kann den Kleber entfernen und kann dann jedes einzelne Element herumschieben, größer machen und so weiter und so fort. Wenn ich nur den Text ändern möchte oder nur die Farbe von dem Text, dann kann ich das so. Also, wir gehen jetzt Schritt für Schritt hinein. Ich habe gesagt, ist vielleicht nicht so ganz mein Geschmack, das Foto. Ich würde gerne ein anderes Foto da hinten im Hintergrund haben. Mir gefällt das Design, ich mache diese zwar, also diesen Rahmen rundherum, ich hätte auch gerne einen Text in der Mitte, aber das Foto, das gefällt mir nicht. Jetzt kann ich da reingehen und kann auf der linken Seite entweder auf Fotos gehen, wo ich wieder jede Menge an kostenlosen Fotos finde, zu mehr oder weniger sehr, sehr vielen, wenn nicht sogar allen Themen. Zweite Variante ist, ich kann eben Bilddatenbanken aufrufen, wo ich quasi da unten auf die Punkte gehe und habe dann da zum Beispiel Pixabay oder Pexels, das heißt, das sind diese CC0-Lizenz Bilddatenbanken, also Creative Commons Bilder, die nichts kosten, die ich verwenden darf, eben auch vom Copyright her, von der Nutzungsberechtigung. Dritte Variante ist, ich suche mir selber zum Beispiel auf Google ein Bild und lade mir das da hinein. Und auch da bei Google, vielleicht zeige ich das kurz einmal vor, kann man natürlich lizenzfreie Bilder suchen. Ja? Das heißt, jetzt habe ich natürlich meine Großschreibung offen gehabt, macht aber gar nichts. Selbst da, wenn ich jetzt dann reingehe, suche ich auch da ein Weihnachtsbild, gehe da auf die Bilder und kann dann die Suche mit den Filtern verfeinern, nämlich da bei den Nutzungsrechten auf Creative Commons Lizenzen. Und ab dem Zeitpunkt werden mir da auf Google nur mehr Bilder dargestellt, die ich kostenfrei, wo ich das Copyright habe. Ja, das heißt, da Nutzungsrechte und so weiter vorhanden sind. Und auch da könnte ich mit wenigen Klicks
Jetzt seht ihr, viele davon sind auf Pixabay. Jetzt nehmen wir eins absichtlich, was nicht auf Pixabay ist, ganz egal. Hol ich mir das her, kann man das dann anzeigen lassen und kann das dann, so jetzt bin ich in Chrome, wo ich nicht unterwegs bin, da, Bild speichern. Speichere es mir in meine Downloads hinein, damit es schön einfach bleibt. Und nehme das ganze Download, ist ja ganz egal. Habe es dann in dem Sinn in meinen Downloads drin und kann mir das dann, ich gehe wieder zurück zu Canva, ich hoffe, ich springe euch nicht zu viel, und kann mir das dann aus meinem Ordner mit Drag and Drop einfach reinziehen. Ja, ich nehme das, das ist das Bild, wenn ihr euch erinnert, und schupfe das. Das ist der perfekt. Nochmal zurück. In die Downloads, markieren, runter, fallen lassen und das Bild wird automatisch hochgeladen. Da ist es schon. Und mit dem Bild kann ich dann auch weiterarbeiten. Ja, das heißt, wenn ich Fotos haben will, entweder auf die bestehende Datenbank von Canva, entweder oder die Bilddatenbanken in der App Canva aufrufen, Pixabay und Pexels, oder ich lade mir selber ein Bild hoch. Und dieses Bild, wie verwende ich das jetzt? Das schnappe ich mir wieder da. Drag and Drop heißt, ich schnappe es mir mit der Maus, klicke an, lasse die Maustaste gedrückt und ziehe es dorthin, wo ich es haben will. Und dort, wo ich es dann haben will, jetzt mache ich das, lasse es dann fallen. Und das Schöne und Wunderbare an Canva ist, dass er das automatisch an die gewissen Rahmen anpasst. Ja, wo ich dann zum Beispiel sagen kann, im Hintergrund möchte ich es gern haben, lasse es fallen und habe das dann da. Jetzt kann ich noch sagen, ja, der Ausschnitt taugt mir nicht so, das ist vielleicht, hätte doch gern den Stern oder die Kugel im Bild, dann kann ich das doppelklicken und kann das sogar noch rüberziehen, fallen lassen, jetzt habe ich die Kugel da. Das war jetzt leider kein optimales Bild, brauchen wir auch nicht reden. Kann man natürlich auch da oben mit dem Pfeil rückgängig gehen, so lange, bis wieder das Ursprungsbild da ist. Ihr seht, wir haben nichts hingemacht, wir haben einfach mal probiert, haben geschaut, wie schaut es aus, gefällt uns nicht, ja, nein, und kann dann trotzdem den weiter tun. Gleich an der Stelle, und weil es meines Erachtens jetzt gleich gut dazu passt, macht natürlich auch immer Sinn, gerade wenn ihr in Teams arbeitet, mehrere Designs zu einem Posterplakat zu gestalten und dann im Nachhinein zu schauen, wie schaut es aus, welches nehmen wir von den beiden und nicht eine Datei machen, dann ändern, dann anschauen, dann ist die andere Datei wieder weg und so weiter. Weil das ist bei Canva der Nachteil. Wenn ich da jetzt was verändern würde, dann wird das jedes Mal gespeichert werden. Das heißt, ich kann da nicht so wie sonst ein Speichern untermachen, sondern so, wenn ich da drinnen arbeite, dann wird das überspeichert. Mein altes Design ist weg. Mein Tipp, und so wie ich arbeite, wenn ich mehrere Designs erstellen will und am Schluss dann entscheiden oder aussuchen möchte, ist ein Klick. Und zwar, ich habe das Design, wo ich da drinnen bin. Da oben habt ihr drei Punkte. Der mittlere heißt, ich dupliziere das. Jetzt habt ihr in einer Datei zweimal das gleiche Plakat. Das oben lasse ich stehen, weil das ist mein Design 1. Das untere, da tue ich jetzt das Bild hinein, wenn es denn kommen mag. So, das ist jetzt meine Maus. Da kommt es jetzt. Da ändere ich einfach das Bild. Das mag es nicht. Ihr wisst, was ich meine. So. Wie gesagt, liegt nicht an Canva, liegt immer nur in mir. Und dann habt ihr mehr oder weniger zwei Designs, wo ihr dann auswählen könnt. Ja? Und das könnt ihr beliebig oft machen. Ihr könnt es dann von dem aufbauen und so weiter und so fort. Kann natürlich die herkömmlichen Geschichten machen mit Copy-Paste, die auch teilweise die Tastaturfunktionen funktionieren. Ich kann mit Steuerung Z immer retour gehen. Ich kann mit Steuerung V, Steuerung C und so weiter und so fort. Das funktioniert auch bei Canva. Genau, das nur an der Stelle, was also ein Tipp ist, der, glaube ich, ganz brauchbar ist. Eben, wie gesagt, ich kann da natürlich dann auch den Text ändern. Ich kann sagen, frohe Weihnachten. Ja. Ist das vielleicht nicht ganz so? Weihnachten, eine Abteilung dran. Ich kann natürlich entweder so, oder ich sage, doch nicht, noch so. Kann eben den Text ganz normal ändern, selbstverständlich auch die Schriftart, die Farben und so weiter. Kann da oben eben, ihr seht, die obere Leiste wird dann zur Verfeinerung. Ihr habt da eben die Möglichkeit, alle Schriftarten zu ändern. Und da seht ihr schon, dieses Krönchen. Alles, was ein Krönchen hat, das funktioniert erst, wenn ihr die Pro-Version. Bro! Genau, die Pro-Version. Alles, was keins hat, kann man jetzt auch schon. Ihr seht die Schriftarten, es gibt aber genügend für meines Erachtens. Ja. Jetzt kann ich sagen, keine Ahnung.
ist jetzt ganz egal, nur mal zum Ausprobieren. Auch da gilt es wieder, man kann ja nichts kaputt machen, man kann ausprobieren, man kann wieder rückgängig machen. Es ist überhaupt kein Ding. Ja, man kann eben Schriftarten ändern, man kann die Schriftgröße ändern, logischerweise. Also alles, was ihr da seht, mit ein paar Klicks kann ich es dann links oder rechts bündig machen, wenn ich mag. Und da ist dann auch noch eine lässige Geschichte meines Erachtens, was ich immer wieder auch verwende. Man kann nämlich auch Texteffekte hinzufügen. Wenn ich da auf Effekte gehe, habt ihr da eben vom Schatten, das würde dann so ausschauen, bis hin zu Neon. Ich mag Neon total gern, also dieser Effekt kommt vielleicht jetzt auf dem Bild nicht ganz so gut, aber wenn ihr euch das dann zum Beispiel in grün vorstellt, dann leuchtet das richtig. Gell? Das macht wirklich Spaß. Würde eher, entweder habt ihr einen super tollen Drucker oder ihr verwendet es sowieso nur digital, weil dann kommt es nochmal viel besser, als wenn ihr das auf einem herkömmlichen Tintenstrahl ausdruckt. Ne? Aber das Neon kommt richtig raus, wenn ihr das zum Beispiel für Instagram-Postings macht. Genau. Das ist einfach mal nur so zum Text. Die Basics, also vom Verändern vom Text. Ich kann natürlich auch Text hinzufügen. Text hinzufügen tue ich, indem ich wieder zu meinem Hauptmenü zurückgehe und setze Text. Wenn ich Text hinzufüge, dann klicke ich mal darauf und da seht ihr schon, was ihr für Möglichkeiten habt. Ihr habt da auf der einen Seite eben klassische, so wie man es auch aus dem Office kennt, aus dem Microsoft Office, wo ich dann drei Kategorien habe, die ihr mir so vorschlagt, ja, wo ich dann einfach mal draufklicken kann. Zack, es entsteht und natürlich kann ich ja da den ganzen Text ändern und so weiter und so fort. Das ist die eine Variante. Dann wieder weg. Hoppala. Nichts passiert. Wie gesagt, man kann ja nichts kaputt machen. Einfach wieder löschen. Eine andere Variante ist, und das finde ich ja sehr, sehr, sehr wirklich, wirklich, wirklich cool und einer der Punkte, warum ich auf Canva so stehe, ehrlicherweise, man hat auch da wieder extrem viele Vorlagen. Und ihr seht da vom Neon-Schriftzug bis hin zum Werbeschriftzug, also das ist alles schon voreingestellt und das kann ich dann wieder, das kommt dann mehr oder weniger einfach rein und das kann ich selbstverständlich wieder mit meinem Text, Farben und so weiter noch verfeinern. Also ihr habt da schon vorformatierte Schriftzüge und auch da wieder wirklich, wirklich viele. Also zum Beispiel habe ich persönlich jetzt vor kurzem erst das da verwendet bei einer Präsentation, um einfach ein Zitat einzufügen. Das ist dann, so jetzt tue ich das weg, jetzt ist es schon ganz schön chaotisch, damit ihr das auch gut sehen könnt. Schaut gleich noch was aus. Wenige Klicks und ich habe sofort ein super Design, was eigentlich sehr designed ausschaut. Ich brauche da nicht viel Vorwissen haben. Ich muss mir keine Gedanken machen, wie ist jetzt das Verhältnis zwischen Zitattext und Menschen, den ich zitieren möchte. Wie schaut das jetzt so aus, rechts, also Relation, sondern ich konzentriere mich drauf, das gefällt mir, das ändere ich vielleicht noch ab in der Schriftart. Fertig, der Text ist drinnen und das Ding ist erledigt. Da brauche ich mir nicht mehr große Gedanken über die Formatierung machen. Ja? Was ihr jetzt dann auch gesehen habt vielleicht, das habe ich gleich mitgetan, auch das war natürlich eine Geschichte. So. Du hast das Bild da hinten weg, dann seht ihr es vielleicht noch besser. Da ist jetzt das Zitat. Gell? Und ihr seht auch da, habt ihr diese strichlierte Linie drumherum. Natürlich besteht dieser Text auch aus zwei Textfeldern. Wir haben da einmal das Zitat selbst und einmal den Namen. Wenn ich das jetzt löschen möchte, dann heißt es ein bisschen zu spielen, weil ihr seht, jedes Mal, wenn ich reinklicke, ist entweder das im Fokus, das, was ganz durchgehende Linie hat, ist im Fokus, oder es ist das obere im Fokus. Wenn ich jetzt auf Löschen gehe, wird dann nur das obere gelöscht. Oder halt das andere. Wenn ich da reinklicke und löschen gehe, kommt nur das weg. Das heißt, ich weiß nicht warum, manchmal funktioniert, dass das Ganze weg ist, manchmal auch nicht. Man muss mehr oder weniger zweimal löschen und sich ein bisschen spielen und dann ist es weg. Ja, also ein Insight. Jojo, ich weiß nicht, ob du das liest, was der jetzt gerade die Valerie geschrieben hat. Registriert habe ich es, ich habe es noch nicht gelesen. Okay, ich lese vor. Wenn eure PDFs gut ausschauen sollen und trotzdem barrierefrei sein sollen, dann unbedingt die verschiedenen Überschriftformen und den Textkörper für die Textpassagen verwenden. Bei JPGs ist das natürlich egal, also bei Bildern. Da braucht man nicht reden, also gerade wenn es um Barrierefreiheit ist, wobei das nicht unbedingt an dem Design selbst liegt, sondern an Farben und so weiter. Hat natürlich eine andere Voraussetzung, logischerweise, als wenn ich zum Beispiel eine Instagram-Story mache, wo ich mich eher auf Design
konzentrieren kann. Aber selbstverständlich, der normale Text in der Anführungszeichen, also die herkömmliche Formatierung, passt auf jeden Fall. Genau. Also ganz egal, ob es dann darum geht, genau. Also Barrierefreiheit unbedingt, logischerweise. Unbedingt. Danke für den Hinweis. Jetzt bin ich schon sehr in der Zeit fortgeschritten und ich merke gerade, jetzt ich komme da ins Reden hinein. Man kann sehr viel einfach auch durch selbst ausprobieren, lernen und erfahren und keine Angst, man kann nichts kaputt machen, das ist das Tolle dran. Was ich euch unbedingt noch zeigen wollte, ist nämlich, ja, unbedingt nicht, aber zumindest kann ich auch ganz viele solche Elemente, wie ihr da unten seht, ja, ich mache es ein bisschen größer. Ui. Ja, meine Maus spinnt halt leider ein bisschen, macht aber nichts. Schauen wir mal, ob wir das trotzdem noch hinbringen. So. Solche Elemente wie dieser Balken zum Beispiel und so weiter, ja, da kann ich natürlich auf diese Elemente darauf zurückgreifen, die mir Canva schon bietet. Und auch da kann ich natürlich mich spielen und kann diese Elemente von Banner und so weiter über die Google-Suche mit lizenzfrei und so weiter heraussuchen. Ja, da gibt es jede Menge über Google. Auch auf Canva, das seht ihr zum Beispiel allein, wenn es um Linien geht, welche Vielzahl ihr da habt. Ja. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass manche super tollen, die man unbedingt gern haben möchte, also die ein bisschen verspielter sind, oft nicht gratis sind. Aber da seht ihr mit der Krone, welche sind gratis und welche sind nicht. Ihr könnt theoretisch auch entscheiden, dass ihr sagt, ihr habt jetzt eine kostenlose Variante und wollt mal schauen, wie das ausschaut, bevor ihr überhaupt weiter wollt. Und könnt zum Beispiel, damit man es gut sieht, auf das zurückgreifen. So. Und seht aber dann, ich mache es wieder ein bisschen größer, dass da Wasserzeichen im Hintergrund ist. Ja, und dieses Wasserzeichen, das könnt ihr dann entfernen. Kann man natürlich auch einzeln kaufen. Man kann einzelne Elemente auch kaufen. Was nicht, ich persönlich noch nie gemacht, ob das wirklich, es kostet einen Euro, ist jetzt zu sehen. Wenn es vielleicht im Einzelfall macht Sinn. Ansonsten glaube ich, und das ist meine Meinung, mit ein paar Klicks findet man ähnliche Elemente kostenfrei im Internet oder auch auf Canva. Eine kleine Einschränkung noch, gerade was so kostenpflichtige Elemente sind. Wenn wir dann von Video sprechen und so weiter, von Vorlagen im Videobereich, vor allem auch im Musikbereich, wenn ich Videos hinterlegen will mit Musik, da ist Canva sehr häufig kostenfrei nicht mehr so toll. Ja, das heißt, da zahlt es dann wirklich aus zu investieren, entweder in die Pro-Version oder ihr sagt, und das ist ein Tipp fernab von Canva, ihr schaut euch ein anderes Programm an, was ähnlich funktioniert. Das ist InVideo. Dort findet ihr auch kostenfreie Datenbanken von Musik, von Video und so weiter. Und das funktioniert vom Prinzip her gleich. Das heißt, Canva und Videos, ja, es funktioniert. Ja. Schauen wir uns gleich an. Das geht es aus. Jojo, eine Frage. Ja? Und zwar darf man auch mit Wasserzeichen posten bei einer Insta-Story, wenn mir selber das Wasserzeichen nicht stört? Nein. Nein, ganz, ganz wichtig, nein. Ich kann es mir nicht einmal downloaden also ich müsste mal einen Screenshot machen. Also Canva erlaubt mir nicht, wenn ich da jetzt das Produkt drinnen habe, erlaubt es mir nicht, dass ich das download in der Qualität, das ist drauf. Aber man darf sowieso nicht. Also das ist quasi Copyright. So, das ist lizenziert und das müsste ich bezahlen. Was? Das heißt, wenn ich jetzt was download mit Wasserzeichen, darf ich es nicht posten? Nein. Okay. Du darfst es gar nicht verwenden in Wahrheit. Also du darfst es nicht veröffentlichen. Wasserzeichen okay. Ist ja mehr oder weniger Kopierschutz. Das ist wie ein Copyright. Das heißt, mehr oder weniger alles, was Wasserzeichen hat, ist ein Schutz drauf. Könnte sein, also wenn du es veröffentlichst und das teilweise dann, müsstest du Strafe zahlen zum Beispiel. Mhm. Also das ist das Gleiche wie früher, die Raubkopie der CD. Okay, danke. Genau. Und wie gesagt, Canva, lasst mich auch gar nicht downloaden. Apropos Downloaden, Entschuldigung fürs Hin- und Herspringen. Apropos Downloaden, geht es ja davon aus, jetzt haben wir den Text noch nicht verändert und auch die Elemente nicht. Das wollte ich euch nur unbedingt zeigen, bevor wir ins Downloaden gehen. Jetzt können Sie natürlich auch sagen, wie gesagt, dieses Bild, das hat sich jetzt verändert, gell? Und jetzt möchte ich noch den Text, weil die Farbe nicht mehr exakt passt, weil ihr seht, ihr habt da andere Farben und die Farben im Text zum Beispiel oder auf dem Element möchtet ihr noch ändern.
Das kennt ihr natürlich, und das ist auch Weltklasse, meiner Meinung nach, von Canva, und das erleichtert die Arbeit um einiges. Jetzt da oben auf die Farbe, und ihr seht, Canva schlägt natürlich die klassischen Farben vor und auch da drinnen die Farben, die im Foto verwendet werden. Das heißt, mehr oder weniger, je nachdem, welches Foto ihr drinnen habt, da in der Mitte drinnen, seht ihr dann, ihr könnt das eben, das passt harmonisch dazu. Ja? Das passt dann zum Beispiel, das Grün ist dann quasi in dem Bild verwendet. Das heißt, es wird ein harmonisches Bild insgesamt. Von dem her, ganz eine tolle Erleichterung meines Erachtens, nämlich, dass quasi diese Bildfarben immer dargestellt werden, die dann auswählen kann. Das ist wirklich, gilt auch für Elemente, eben wenn ich dann das Element farblich verändern möchte, kann ich natürlich dann auch da wieder auf diese Fotofarben zurückgreifen. Das ist wirklich eine große, große Erleichterung. Wirklich eine tolle, tolle Geschichte, die Canva da anbietet. Das wollte ich unbedingt zeigen, weil es wichtig ist. Jetzt schaue ich mir da noch auf meinen Schummelzettel, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Genau, was noch ist, wir haben ja vom Gruppieren gesprochen, Sachen, die zusammenbinden, ihr kennt es vielleicht eh von Word und Co. auch. Natürlich kann ich dieses Gruppieren aufheben, das ist jetzt da oben entweder so, ihr könnt es aber auch mit der rechten Maustaste draufklicken und habt dann da die Möglichkeit aufzuheben. Ihr könnt natürlich da auch in diesem Menü nach hinten schieben, nach vorne schieben. Das sind aber alles Dinge, denke ich, die man dann selber draufkommt. Aber wichtig ist einfach einmal mit einem rechten Mausklick auf das Element, bekommt sie genauso ein Menü und Möglichkeiten, da was zu empfehlen, etwas zu tun. Genau. Und das Gleiche können Sie aber da oben machen, beziehungsweise da das Gruppieren aufheben. Und dann seht ihr, aus diesem Gesamtding werden mehrere Elemente, die ich dann einzeln auch in der Größe verschieben kann oder sagen möchte, dass die noch rechts oben sind, statt dort, wo sie sind. Genau, also das noch vom Gruppieren her, wie man das auflöst. Man kann natürlich dann auch, wenn ich mehrere Elemente auswähle, die klicke ich einfach an mit der Umschalttaste, so wie Sie es auch aus WordKids und aus anderen Geschichten, und kann es dann eben da oben wieder auf Gruppieren gehen und zack, ist das Ding wieder eins und ich fahre damit spazieren als Gesamtes. Was auch noch wunderbar ist bei Canva, und das ist was, was ein bisschen auch im Photoshop, also im Photoshop sehr, sehr gut funktioniert, und Word hat es jetzt in den letzten Versionen auch übernommen, sind diese magisch, diese Hilfslinien, die da erscheinen. Ja, und das ist funktioniert bei Canva auch super. Ihr seht da eben wieder, wenn ich da herumfahre mit dem Ding, entsteht so eine Purple-Linie. Und diese Purple-Linie sagt zum Beispiel, das ist die Mitte, ja, die horizontale Mitte, und wenn ich mich da bewege, dann bin ich exakt zentriert auf dem ganzen Bild. Und das Gleiche ist aber, und das ist auch super, finde ich, das ist ein bisschen magnetisch, gell? Das kennt Sie vielleicht vom Word auch. Und es sind auch alle anderen Linien, also alle Elemente, die ihr da seht, sind genauso magnetisch. Das heißt, ich bewege mich zum Beispiel jetzt weg von der Mitte, bewege mich hin zu dem Bild und bin da genau im Eck von diesem Rechteck, weil mich das mehr oder weniger angezogen hat. Ja? Zack, jetzt bin ich da am äußeren Rechteck. Also das sind wirklich auch tolle Geschichten, oder da der Rand des gesamten Bilds. Auch da wirklich eine Erleichterung, was wirklich brauchbar ist im Tun. Auf jeden Fall. Genau, dann schaue ich noch auf meine, genau, das Duplizieren habe ich euch schon gesagt. Was auch geht, und da sind wir wieder da oben, es tut mir wirklich leid, ich hüpfe ein bisschen, ich hoffe, ihr kommt es mir noch mit. Ansonsten sehr gerne jederzeit, ich werde nicht davonlaufen nachher, ihr könnt es mir jederzeit schreiben oder am besten gleich selber ausprobieren, weil ihr nichts kaputt machen könnt. Bei diesem oberen Menü habt ihr eben die Möglichkeit zu duplizieren. Ihr habt auch eben die Möglichkeit, selber Notizen hinzufügen, das ist nicht so brauchbar, aber was ich sagen wollte, einfach eine neue Seite hinzufügen, die leer ist. Ja, dann könnt ihr wieder da oben Seiten hinzufügen und habt es dann in einer Datei, und das ist das Schöne dran, habt ihr dann mehrere Varianten. Und dann könnt ihr natürlich auch da wieder ausgehend von einem Design, das könnt ihr dann auswählen und könnt dann da herum basteln. Ja, könnt ihr dann sagen, keine Ahnung, das soll dann doch grün werden, weil grün mir besser gefällt. Dann habt ihr dann da die Schriftfarbe, die gleich angepasst wird, weil die aktuellen Farben vom Dokument auch da oben zu sehen sind, was auch immer ganz, ganz praktisch ist. So, und dann schaut es gleich ein bisschen anders aus. Jetzt kann ich nur sagen, der Hintergrund grün passt mir doch nicht. Ich hätte statt dem grünen einfärbigen dann doch lieber ein Foto. Dann könnt ihr wieder darüber gehen. Ich kann eben sagen, ich hole mir was zum Thema Weihnachten. Nehme vielleicht
In dem Fall einmal das Video. Das Video schauen wir uns einmal an. So, das funktioniert die Maus wieder nicht. Hopp. So, schaut vielleicht nicht ganz so gut aus. Und ihr seht, da ist ein Wasserzeichen drin. Das habe ich jetzt übersehen. Jetzt könnt ihr mit einem Doppelklick das da hinüberschieben. Und schon schaut es anders aus. Ja, so schnell geht's. Man kann natürlich dann noch ein bisschen verfeinern, aber da möchte ich jetzt gar nicht rein. Und sobald ich da das Foto drinnen habe, ändern sich auch die Farben wieder. Das heißt, ihr habt da dann mehr oder weniger plötzlich das Foto da drinnen und habt eben das Grün statt dem anderen Grün, was jetzt in dem Fall natürlich blöd, weil ich es ausgefüllt habe, weil man es nicht mehr sieht. Macht aber nichts. Ich glaube, es wird klar, was ihr wohin nicht wollt. Da ändern sich wieder die Fotos, die Farben und fertig. Jetzt könnt ihr natürlich hergehen und sagen, das mache ich noch einen Effekt in das Ding hinein. Hol es vielleicht ein bisschen raus oder. Ihr seht, das ist sehr, sehr viel Intuition. Einfach probieren, tun, schauen, wie es ausschaut. Wenn es nicht passt, rückgängig, nichts ist passiert. Ja. Du, ich finde, das schaut ja alles sehr super aus gleich. Gell? Und nochmal, warum kann ich das nachher, wenn ich jetzt sage, okay, es ist ein super Poster, ich würde es jetzt an alle verschicken und ich schicke das jetzt zu meiner Druckerei meiner Wahl, wird es deswegen nicht so super sein, weil die Schnittpunkte nicht ordentlich sind oder was? Oder warum muss ich da dazwischen jetzt einen Grafiker reintun? Nein, würde ich auf jeden Fall, weil einerseits, wenn ich es in der Druckerei schicke, brauche ich eine gewisse Qualität. Gut, die schaffe ich da auch. Ja. Aber wenn es einmal, also das ist einfach meine persönliche sozusagen Empfehlung, weil ich nicht garantieren, ich bin kein Grafiker, ich habe keine Ausbildung. Mhm. Das Programm schafft es vielleicht, das kann sein, aber ich bin mir einfach nicht sicher. Sagen wir es so. Okay. Also wenn ihr andere Erfahrungen habt, dann bitte rein in den Chat. Genau. Es hat aber einen Grund, sage ich mal, warum das der Grafiker-Job, Grafikerin-Job noch nicht ausgegangen ist. Weil es gibt ja nicht nur das, sondern ein Photoshop kann ich selber bedienen. Aber es geht einfach darum, dass der ein anderes Auge hat, dass der einfach mehr Erfahrung an was Druckereien betrifft hat. Und eins kommt schon immer dazu, wobei auch immer das an eurer eigenen Ausstattung liegt. Ihr müsst schauen, dass die Farben in echt, also dass die quasi Realfarben sind. Und sehr viele Computermonitore, Laptopmonitore und so weiter geben die Farbe nicht in Realfarbe aus. Ja, das heißt, man müsste da eigentlich in einen Echtfarbmonitor investieren, damit ich wirklich sehe, wie kommt es dann am Ende raus. Deswegen, alles solche Kleinigkeiten sind für mich ausschlaggebend, nicht auf eigene Faust dessen Produktion zu geben, wie gesagt, wenn es um viel Geld geht. Wenn es jetzt darum geht, ich mache da den Flyer, produziere den, keine Ahnung, 100 Mal um 9,90 €, dann werde ich auch wieder abwägen, ob ich nicht doch das selber mache oder nicht. Ich kann es druckfertig machen, aber wenn es um eine große Auflage geht, habe ich mich persönlich noch nicht drüber traut und ja, ist das. Ja, die Valerie schreibt da, wir haben Druckfehler festgestellt bei Canva PDF-Drucken, aber als PNG war der Druck problemlos. Für digitale Produkte ist es einwandfrei. Genau, also das unbedingt und die Empfehlung. Und wie gesagt, wir machen mittlerweile sehr, sehr viele der Grafiken auf Canva, die wir einfach eben von Facebook bis keine Ahnung wo einfach verwenden, im digitalen Bereich vor allem. Und das funktioniert wirklich immer einwandfrei. Und eben, es ist um einiges meines Erachtens benutzerfreundlicher als so manches Grafikprogramm. Ich selber war lange, oder bin nach wie vor ein Freund von GIMP, gell? GIMP als Freeware-Version und abgespeckte Version von Photoshop. Kann man jetzt diskutieren, ob das wirklich so gut ist? Natürlich nicht, weil es Freeware ist. Aber es ist das, Canva schlagt GIMP um Längen, weil es einfach Grab and Drop, rüberziehen, fertig, anpassen automatisch, Hilfslinien, eben die Farben. Es schaut noch mehr aus in dem Programm. Bevor jetzt die Zeit davonläuft, wollte ich euch noch ein Ding zeigen, weil das nämlich wichtig ist. Jetzt habt ihr da ein Produkt erstellt. Aber wie kriege ich das jetzt auf meinem PC, beziehungsweise was kann ich jetzt tun damit? Jetzt habt ihr eben da oben, jetzt gehen wir wieder ganz hinauf in die Menüleiste, da ist dieser wunderbare Pfeil nach unten, der dann nichts anderes als das Download. Und wenn ihr das anklickt, habt ihr dann in mehreren Möglichkeiten, in mehreren oder in vielen Formaten das auszugeben, eben von PNG, JPEG in einem PDF, was ich verschicken kann. Da ist eben ein Druck-PDF mit einer höheren Auflösung, bei der Pro-Version auch als Vektorgrafik. Gut, das Video braucht man jetzt nicht, aber ihr könnt natürlich, wenn ihr eine Animation drinnen habt, so wie bei meiner unscharfen Präsentation, ist das nichts anderes als ein Video oder als GIF. Ja, unterschiedliche Formate auswählen. Ich würde jetzt in dem Fall ein PNG auswählen. Und ihr könnt es dann da ist wieder das Krönchen, aber das ist noch wichtig, entweder alle auf einmal downloaden oder ihr sagt, nein, ich habe entschieden, ich würde das Produkt Nummer 3, nur die Seite 3, sagt fertig
Und in dem Fall müsste ich bezahlen. Ich hoffe, ihr habt es gemacht. Na, warum muss ich bezahlen? Na, weil da hinten das Bild mit dem Wasserzeichen ist. Ja, aber im Endeffekt, wenn ich jetzt ein anderes nehmen würde, weil ich sage, keine Ahnung, noch einmal das gleiche Spiel, Download, erste Seite, da ist kein Bild mehr oben, das kann ich. Da muss ich was, okay. Dann nehme ich das weg. So, jetzt aber. Das ist zweiter, das ist gratis, das kann ich mal downloaden. Und ihr findet es dann in eurem Download-Ordner, wo ihr auch die anderen Sachen downloadet. Wenn ihr dann rausgeht aus dem Ding, wieder auf die Startseite von eurem ganz Gesamt-Canva, habt ihr dann wieder die Möglichkeit und findet es dann. Nächsten Tag macht sie auf, sagt, oh, da habe ich eine Idee, ich will an dem weiterarbeiten. Und ihr seht, in Kürze ist es vorhanden. Bei euch geht es sicher schneller als bei mir. Aber wenn ihr dann da reinklickt, bei meinen Designs, da kommt es dann. Da findet es dann. Ja, cool, danke, Jojo. Ihr könnt gerne eine Stunde machen, wenn ihr wollt. Gell? Also ich war nicht einmal annähernd bei deinem Instagram. Ich muss dich dann stoppen, wir haben ja mal lang. Ja. Du kannst gerne ein bisschen reden, ich zeig dir mal noch. Okay, die Valerie schreibt gerade noch, ja. Das finde ich nämlich auch ganz spannend, dass in Deutschland in der Jugendarbeit Canva viel genutzt wird, weil die App interessant ist, dass Jugendliche einfach schnell ein eigenes Poster, man kann schnell was machen, man kann schnell eine Instagram-Story machen. Du hast gleich einen Erfolg und das schaut gleich noch super Ding aus. Und da habe ich jetzt bei den Instagram-Geschichten Fragen weiter und so weiter, aber ich wollte euch nur nämlich unbedingt zeigen, dass es da immer animierte Geschichten gibt. Jetzt schaue ich nur schnell, wer es findet. Geht wieder Weihnachten ein, beim Thema bleiben, gell? Gibt es noch Fragen? Ja, und zwar der Wolfgang, wir wissen, alles, was ich auf Canva finde, ist lizenzfrei. Alles, was ich auf Canva finde, ist lizenzfrei, beziehungsweise habe ich nicht lizenzfrei, aber alles, was ich nutzen darf, das darf ich auch nutzen. Mhm. Das heißt, mehr oder weniger, ihr seht, ich habe jetzt die Gratis-Version, nicht alles ist da freigegeben. Sobald die da bezahlen wird für die Krönchenbilder, darf ich die nutzen. Natürlich habe ich dann die Nutzungsrechte. Und auch selbstverständlich bei der CC0-Datenbank, die Pixabay, Pexels und so weiter, da habe ich auch die Nutzungsrechte. Okay. So. Wir sind jetzt bei Videos, gell? Oder? Nein, bei Instagram Story bin ich jetzt. Ah, gerade Story, da. Entschuldigung. Da kann ich genauso animierte Sachen, ich suche eine Vorlage raus, wo ich es finde. Sonst mache ich einfach was anderes. Ganz egal. Jedenfalls ist das echt ein Riesentool. Ich kann mich erinnern, ich habe das vor 4 Jahren oder so irgendwann einmal benutzt und da war das nur ganz, ganz, ganz klar. Es war einfach cool. Und das Schöne ist, dass ich das auch weiterentwickelt. Gell? Also man kennt, wenn ich nächste Woche reinschaue, habe ich nicht nur andere Designs vielleicht, sondern auch andere Funktionen. Gell? Mhm. Wirklich nutzvolles Zeug. Okay, die Valerie schreibt, man kann nach animierten Elementen und Vorlagen filtern. Das ist oben irgendwo. Kannst du das dann filtern, Anna? Ja? Okay, ja, ich mache es einfacher. Ich nehme einfach ein Video. Dann seht ihr, wie das dann funktioniert. Ich hoffe, mein Gerät stürzt mir nicht ab. Aber ich glaube nicht, das schaut ganz gut aus. Ich finde ja, der Nachteil an dem Ganzen ist ja, dass dann alles gleich ausschaut. Aber wenn es jetzt eh schon so viele Elemente gibt und so viele Bilder und so viele Videos, dann ist das jetzt nicht wieder so ein Einheitsbrei. Und es schaut nicht alles gleich aus. Ja. Ja, das ist immer das. So die Gefahr bei, finde ich halt bei so Geschichten. Ja. Persönliche Meinung, persönlicher und Geschmack. Doch. Und da brauchen wir wieder mehr oder weniger Vorlagen, wo ich dann meinen Text schreiben kann, wo ich Videovorlagen habe. Mhm. Ja, sozusagen. Also ich kann auch da wieder bei Elementen suchen und Videos hinzufügen, die es schon gibt. Kann auch selber meine Videos rein und ich kann schneiden. Cool. Kann animieren und so weiter, kann Musik hinterlegen, was auch ganz super ist. Und auch das gibt es natürlich für die Instagram-Story. Ja. Super. Und für andere. Und für YouTube und was weiß ich alles, gell? Alles Wahnsinn. Alles. Ja, also das hat wirklich eine ziemlich große Bandbreite, dein Canva, wie auch immer, aber es ist 11 Uhr. Und so schön die Stunde war und so schnell sie auch vergangen ist, wir müssen uns bald von euch wieder verabschieden. Gibt es noch Fragen, dann rein ganz schnell, stellt noch eure abschließenden Fragen, die euch noch auf der Zunge brennen, bevor wir uns verabschieden. Ich möchte euch nochmal dazu ermutigen, es macht wirklich Spaß, wenn ihr mal drinnen seid und probiert es einfach aus. Über das Probieren kann man gerade bei Canva so viel Neues entdecken und auch heute noch, ich meine, ich nutze es wirklich, kann man mittlerweile fast täglich und trotzdem gibt es immer noch neue Dinge. Ja, herzlichen Dank, Jojo. Wirklich super. Es ist wirklich schnell vergangen. Ich glaube, ich mache es jetzt wieder mal. Ich fange jetzt wieder mal an mit Canva. Ja. Also, wenn ihr auch Lust und Liebe habt, ihr könnt mir gerne eine Karte oder uns
Poster oder irgendwas schicken. Wir freuen uns darüber. Ich werde die Aufzeichnung stoppen und bedanke mich nochmal, dass ihr dabei wart. So.